die drei Jungs, die vor Kopf sitzen, stellen demjenigen, der hier vorne sitzt, in dem Fall mir, Fragen. Und ich darf, oder die Jungs, die hier vorne sitzen werden, die Fragen nicht mit Ja, nicht mit Nein, nicht mit M und nicht mit Nicht beantworten. Bin ich nicht. Oh. Dein Namensvetter Tanat, der Papa, großes Idol, für viele auch ein großer Fußballer gewesen. Hilft er dir auf dem Weg deiner Karriere? In der Tat. Das heißt, du hast eine relativ hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Korrekt. Würdest du sagen, du bist der schnellste Spieler der Mannschaft? An diesem Tisch wird nicht gegeben. Ne? Kann sein. In der Tat. Bei welchen Punkten sagst du, kann ich Papa als Vorbild nehmen? Allen. In allen. Gibt es spezielle Punkte, wo du sagst, da gucke ich erst recht hin oder höre genau zu? Linke Fuß. Linke Fuß. Du als Rechtsfuß, super. Also du bist Rechtsfuß, richtig? Korrekt. Ja, genau. Was läuft da ab heute Abend? Du sollst nicht so bohren. Wieso? Das sind die Fragen, die stehen hier. Nicht die stehen. Aua, nicht so bohren, dreimal, okay. Was hat dich zu Fußball gebracht? Papa? Oder hast du einfach selber gesagt, früher mit Papa auf dem Fußballplatz gewesen? Spaß oder? An der Freude. Spaß an der Freude. Also hast du dein Hobby zum Beruf gemacht, richtig? Korrekt. Das Training, bist du mit deiner Trainingsleistung zufrieden? Absolut. Absolut, okay. Siehst du dich in der ersten Elf am Samstag für das Spiel in Mannheim? Werden wir sehen. Möchtest du das noch nicht? Ja? Nicht. Danke. Glaubst du denn, dass es auch einen Spieler gibt, der dir, was das Thema Kilometer pro Stunde, das Wasser reichen kann? Dann müsste ich jetzt Isaiah Young sagen. Das war nicht die Frage. Die Frage war, ob du es glaubst, dass jemand dir das Wasser reichen könnte. Du brauchst ja keinen Namen nennen. Ich habe einen Namen genannt, ja. Oh. Mit 31 Jahren bist du einer der älteren Spieler. Welcher junge Spieler ist dir bis dahin? 31 oder 31? 31, steht hier. Ich wollte es selber nicht, aber auch, obwohl ich ein großer Fan von dir bin. Würdest du ein Buch schreiben? Wie wäre der Titel? Oder wie lautet der Titel deines Buches? Nutella ohne Butter. Warum? Gibt es Menschen, die essen ein Brot mit Nutella plus Butter? Ich mag Nutella. Gibt es Spieler, die, wo du sagst, mit jungen Jahren schon sehr, sehr weit sind? Nochmal? Gibt es Spieler, ja, brauchst du dich mal wiederholen, um darüber nachzudenken, ne? Muss auch schnell ein paar Tür antworten. Gibt es auch Spieler, wo du sagst, die sind in ihren jungen Jahren schon sehr weit in ihrem Charakter? Sehr diszipliniert, sehr engagiert, sehr akribisch. Klar, die gibt's. Magst du auch Butter? Magst du Butter? Also magst du ein Brot mit Nutella und Butter drauf oder magst du das eher nicht? Schwitzen. Aber M ist doch M. Ey, ja. M ist doch M. Aber das sind so, ich habe gerade an Nutella gedacht, deshalb, das war dieses M. Wir waren ja gerade bei deinem Insta-Profil. Mhm. Ich glaube, die Fans da draußen interessiert's. Bist du Single? Hast du eine Freundin? Wie sieht's aus? Ich kann guten Gewissen sagen, dass ich in keiner Beziehung bin. Thema Stadt Essen. Du kommst aus dem Osten, bist in Berlin geboren, steht hier. Bist in eine lange Zeit in Leipzig, Aue gewesen. Was ist der Unterschied zwischen Essen und, ich sag mal, den Städten aus dem Osten? Viele Unterschiede gibt's da, glaube ich. Oh. Oh. Da war viel. Jetzt wollte ich so ausschweifen. Gibt's da Glaube? Gibt's Unterschiede, gibt Gemeinsamkeiten. Du erinnerst mich ein bisschen an einen deutschen Schauspieler. Weißt du an wen? Dies kann ich dir leider nett beantworten. Was wären zum Beispiel Gemeinsamkeiten? Nochmal bitte. Was wären Gemeinsamkeiten zwischen der Stadt Leipzig und der Stadt Essen? Die Einwohnerzahl. Einwohnerzahl. Sehr gleich mit 600.000 ungefähr. Hier kommt eine Frage, die habe ich nicht so ganz verstanden. Da könntest du mir vielleicht mal eine Antwort drauf geben. Hier steht, hast du ein besseres Stellungsspiel im Tor als Rafa? Warum kommt die Frage und glaubst du, du hast ein besseres Stellungsspiel als Rafa? Ich glaube... Ruhig. Ich habe? Es rattert im Schädel, gell? Bist du so ein bisschen eher ein lauterer Typ oder ein ruhiger? Was bist denn du eigentlich dann? Ich bin eher ein extrovertierter Mensch. Die Frage kommt... Ich glaube, bezüglich meines Vaters in Frankfurt. Okay, kannst du uns vielleicht damit auf die Reise nehmen? Warum Frankfurt? Warum dein Papa? Warum Tor? Der war ja Mittelfeldspieler, laut meines Wissens. Abwehr. Abwehr, ja. Entschuldigung. Abwehr. Abwehr. Also war ja kein Mittelfeldspieler. Abwehr. Also wir wissen ja, dass du gerne Kanu fährst. Das machst du ja auch sehr oft in deiner Freizeit. Nebenberuflich, ja. Deswegen, Ey, Jungs, er hat ja gesagt! Ja? Ja, aber das dürft ihr, aber das müssen die doch merken, nicht ihr! Wow, gespielt. Wo hat der noch? Welche Station hat er noch hinter sich? Weißt du das?
Kinder, ihr passt nicht auf. Was denn? Er hat ja bei Aue gespielt. Ja, hab ich aber so gemacht. Was? Aber nicht so mache. Was hab ich gesagt? Ja, der hat bei Aue gespielt. Hat bei Aue gespielt. Ja, bei Aue. Hat bei Aue. Er hat bei Aue gespielt. Der hat ja gesagt. Ja, ja. Hab ich auch gehört, ja. Also, nein, hab ich mir. Nein. Oh, jetzt haben wir es. Nein. Dreimal nein. Ja. Wie, ey?